Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Engländer zu einem neuen Part Minecraft Arnor. Die Reise geht weiter. Ja, und da werden wir, wir haben uns ein bisschen verirrt, würde ich sagen. Wir sind statt am Horizont entlang zu fahren, hier mal an Land gekommen, aber ja, was soll's. Noch ist es Tag, dann können wir hier mal durch die Wälder laufen. Und ja, vielleicht kommen wir dann irgendwann mal nach Hause, weil wir haben viel Inventar, was unbedingt nach Hause gebracht und in die Truhen einsortiert werden will, gesaved werden will. Ja, das wieder zu verlieren wäre sehr tragisch. Also, auf geht's Richtung Heimat. Nach Hause. Na dann. Eine Heimreise, die ist lustig. Okay. Da ist ein kleiner Natur-Schwimmingpool. Okay. Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Ja, jetzt sind wir schon drei Parts, also mit diesem Part sind wir dann drei Parts unterwegs, auf dem Weg nach Hause. Och, was sind das für welche? Das sind Flieder. Fliederbusch. Den nehmen wir auch mit. Das ist doch cool. Können wir die Pflanzensammlung mit reinnehmen. Oh, da haben wir noch ein bisschen Eisen. Aber keine Spitzhacke. Naja. So, ein bisschen Flieder mitgenommen. In Fliederlanden sind wir hier also. Na dann. Das muss ja sehr weit weg von der Heimat sein. Bei Fliedern habe ich noch nie gesehen. Ist mir noch nie vorgekommen. Ja, 31 Flieder. 32. Auf wie? Ja, das wird wieder so ein typischer Wanderungspart. Ganz friedlich und ja, ohne sonderbare Action. Naja, sag das mal nicht zu früh, Zwergi. Wer weiß, was hier noch passieren wird, was hier noch so für Sachen im Wald und in der Landschaft auf uns zukommen. Aber ja, viel Action, Schmeckchen gibt es jetzt hier nicht unbedingt. Deshalb würde ich mal sagen, haben wir wieder irgendwo ein Thema, worüber wir reden können? Hab ich da was? Überleg mal kurz. Oh, da hinten ist ein Gebirge. Gebirge sind nicht schlecht. Da könnte es heimwärts gehen. Das ist schon mal keine schlechte Idee, aufs Gebirge zuzusteuern. Ja, was gibt's Neues? Eigentlich nicht viel. Ja. Was bewegt die Welt? Was bewegt meine Welt? Was die Welt bewegt, weiß ich nicht so. Sehr bin ich da nicht. Oha, Achtung! Nicht hineinfallen in die tiefe Schlucht. Ja. Nachrichtenmäßig, ja. Es muss ja nicht eure Nachrichten sein. Kennt ihr ja auch, was so gerade aktuell ist. Politisch einiges im Argen. Wie immer also.
Ja. Der Donald macht Kummer. Wie immer. Ja, England macht auch Kummer. Ja. Sind nicht meine Herrschaftsgebiete als Zwergenfürst. Ja, mir soll mich nicht viel zu doll kümmern. Meine Landschaft, meine Krisen, das ist das, was mich interessiert. Ja. Muss man natürlich auch gucken, was so die anderen Gebiete machen, was so weltpolitisch passiert, muss man ja irgendwie auch als Fürst wissen. Aber ja. Genug geschauspielert. Ich muss mal schlafen. Ich muss mich schlafen legen. Sonst gibt es hier wieder Stress mit den Zombies und mit den Monstern. Zombies und Monster, ja. Es klingt so, als wären Zombies keine Monster. Ja. Man jetzt klammert. Das sollte ja keine Ausklammerung sein, das sollte. Ja, keine Ahnung, was das sein sollte. So Schneegipfel, das ist keine schlechte Sache. Aber das sieht wieder rechtlich unbekannt aus. Und so kommen wir nie nach Hause. Nur weil wir in fremden Ländern umherlaufen. Ja, aber mir geht's gut. Nahrungsleiste ist hervorragend gefüllt. Herzen sind auch noch einigermaßen voll. Ganz voll sind sie noch. Da ist doch das Sumpfbiom. Oh Mann. Ja, versuchen wir mal heute nach Hause zu kommen. Ah, verdammt. Fallschaden. Das, ja, wäre mal eine schöne Sache, anzukommen. Was bist du? Dich kann ich nicht aufsammeln. Wegen hier Dingens, wegen volles Inventar. Verdammt. Was wären wir dafür jetzt los? Zweimal brauner Teppich. Ja. Geschenkt. Porzellansternchen. Ja. Ein bisschen Blümchen. Wer es braucht, können wir irgendwann mal einen schönen bunten Garten machen. Wenn wir genug bunte Blumen gesammelt haben. Das ist viel interessanter. Ja. Was haben wir da? Können wir mal gucken. Marguerite. Ja, komm. Da sind mehr von hier. Füge ich ein bisschen Blumen hier. In der Landschaft ist auch noch ein bisschen zur Abwechslung was. Ja. Blumen pflücken, durch die Landschaft rennen. Ja. Und wenn es mal wieder Frühling wird. Dauert jetzt noch ein bisschen, bis es Frühling ist. Aber ja. Man wird es mir kaum glauben, aber ich habe tatsächlich Spaß daran, durch Parks zu laufen, so ein bisschen in der Natur zu sein. Das mache ich gerne, das kommt mal vor, wenn ich mal Zeit dazu habe, wenn ich mal die Möglichkeiten finde, mache ich das durchaus, ja. Könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht? Natur, die Natur ist schon nicht hässlich. Ja doch, manchmal ist sie schon ziemlich hässlich, aber viele schöne Sachen, die man in der Natur so sehen kann.
Ja, das ist ein verdeckter Appell. Geht mal raus. Ja, nee, Spaß. Könnt ihr halten, wie ihr wollt. Ich hab euch nichts zu befehlen. Na doch, ich bin der Zwergenfürst. Mein Eglodem gehöre ich mir. Befehl. Eine Schlucht, wo ich bitte nicht reinfalle. Heute nicht. Na dann. Weiter durch die Landschaft. Ein graues Schaf. Eine Kuh. Ja. Ist auch mal schön hier ein bisschen Margeriten zu sammeln. Hier sind weiterhin Margeriten. Die sammeln wir ein. Pflanzen wir dann in dem Dorf ein, wo wir wohnen. In dem Dorf, wo wir zu Hause sind. Ja. Blümchen pflücken, tralala. Muss auch mal sein. Ich weiß, inoffiziell ein paar Kreis. Ich drehe mich gerade wieder zurück. Vorsichtig keinen Schallfaden kassieren. Fallschaden, Schallfaden. Blümchenpflückerei. Trollen wir hier mal durch die Landschaft. Hui, hui. Hier. Hui, hui, hui. Hops, hops, tralala. In Minecraft Arno ist schon der Frühling angebrochen. Ja. Jetzt habe ich die Richtung verloren, die wir gegangen sind. Ja. Ich glaube, wir kamen von dort her. Ja. Frühling, hey Hopsasa. Oh, ein Pferd. Ein Pferd. Pferd. Wir haben keinen Sattel mit dabei. So ein Mist. Können wir einen machen? Wir haben Leder mit dabei. Werkbank Ahoi. Dann satteln wir doch das Pferd und reiten damit nach Hause. Oder nicht? Schauen wir mal. Leder haben wir. Nicht genug. Pferdeleder, Rüstung. Wir brauchen einen Sattel, keine Rüstung. Wo gibt's Rüstung? Rüstungen. Nein, nicht Rüstungen, Sattel. Mal schauen. Hier Feuerzeug. Dafür fehlt uns eigentlich nur noch Eisen. Ja, hätten wir mitnehmen können. Da drüben. Ja, ich kann eigentlich nichts craften, weil ich keinen Platz habe. Und eine Spitzhacke können wir uns schenken. Okay. Sattel. Hier nicht. Da auch nicht. Da doch, okay, das sah gut aus. Leine. Das sieht richtig aus. Nee. Nur Leinen. Hier noch irgendwas. In der Waffenschmiede. Vielleicht bei den Rüstungen, die wir gerade gesehen haben. Nein. Nein. Wenn man sich hier ein bisschen besser auskennen würde. Sattel. Hier eventuell. Leder. Sattel. Ja, wo denn? Ich weiß es nicht. Was soll's? Wir haben zu Hause einen Sattel. Im Dorf. Aber im Dorf haben wir kein Pferd. So ein Mist. Ich habe eine Karotte dabei.
Kann ich dich damit anlocken? Mit der Karotte bis ins Dorf, dass du mir folgst. Pferdchen. Eine Blume einsammeln. Ich habe Karotte. Kommst du mit? Komm da nicht mit. Ich glaube, das ist nicht die Sache, womit man Pferde unbedingt anlockt. Ja, ihr seht, ich kenne mich noch nicht so gut mit Minenkraft aus. Ja, auf jeden. Und weiter, ja. Blümchen. Was seid ihr für Blumen? Orange und weiße Blumen? Na, da bin ich jetzt interessiert dran. In den Blumen. Auf einmal so sehr an Blumen und Natur interessiert hier in Minecraft. Orangene Tulpe. Na, super. Nehmen wir mit. Kann ich gebrauchen. Können wir einen bunten Blumengarten anlegen. Aber unbedingt. Blümchen. Orangene Tulpen, die sehen ja nice aus. Die weißen nehmen wir nicht mit. Und die roten auch nicht. Gut. Schaut so aus, als müssen wir gleich wieder schlafen. Die Nacht bricht wieder an, aber den ganzen Tag Blümchen. Ja, wollen wir auch mal weiterkommen. Haben wir uns jetzt hier von der Natur ablenken lassen. Vom eigentlichen Ziel Richtung Gebirge gehen und die Heimat finden. Da hinten ist ein Gebirge. Brechen wir mal in die Richtung auf. Es könnte sein, dass wir mittlerweile im Kreis laufen, aber ja. Ein Gebirge ist immer nicht schlecht. Auch wenn das wahrscheinlich nicht das Richtige ist. Und wahrscheinlich dasselbe, wo wir vorhin hin aufgebrochen sind. Aber okay. Okay, hier leuchtet etwas. Oha. Das ist nur Lava. Oha. Oha. Schnell weg da. Ich dachte, da wären Fackeln. Dann wäre das auf jeden Fall ein Hinweis darauf gewesen. Sprechen kann auch nicht mehr. Ein Hinweis gewesen, dass ich schon mal hier war. Ja, hier kann ich mein Bett nicht hinstellen. So schnell nach oben oder nach unten. Ich würde vorschlagen nach unten. Wir müssen jetzt schlafen. So, neuer Tag. Die Nacht nicht durchlaufen. Das wäre eine schlechte Idee mit dem vollen Inventar. Oh, da ist eine tiefe Höhle, wo wir nicht reinfallen sollten. Wären wir fast im Dunkeln. So, hinauf mit uns. Zack. So. Hinauf und hinunter, immer bunter. Ja. Bei Nachbars wird's laut geredet. Ich hoffe, man hört das in dem Video nicht so doll, was bei Nachbars hier passiert. Ich hoffe, Nachbars hören das nicht so doll, was hier bei mir im Video passiert. Ja. Und beruht auf Gegenseitigkeit. Ja. Ich bezweifle, dass man das hört. So gut ist mein Kameramikro nicht. Es ist gut. Es ist in Ordnung, aber ja. Schwein. Ich habe genug Karotten und Kartoffeln und so weiter dabei, aber die will ich aufheben. Fleisch. Ja. Gut. Platz. Das eine Birkenholz. So. Zack, gegen Karotten tauschen. Und
Warum zum Geier habe ich eine Sense im Winter? Also ein Gartenwerkzeug. Als ob ich hier auf der Reise was beernten will. Schlage das Schwein mit dem Fleisch seines verstorbenen Freundes. Wie brutal. Eben gerade noch Blümchen gepflückt. Jetzt Schweine schlagen. Mit dem Schweinefleisch. Ja. Hat was. 4 Fleisch haben wir. Angebraten. Bringt es nicht ganz so viel. Und ja. Für die Herzen brauchen wir es eh nicht. Aber wir müssen den Hunger ein bisschen stillen, sonst ist es bald vorbei mit uns. Oha, hier geht's steil bergab. Oha, solange es nicht mit uns steil bergab geht. So, hier ist wieder Wasser. Da können wir mal Anker setzen. Und Anker lichten. Und los. Anker los. Anker los. Auf dem Meer kennen wir uns aus. So, da wird eine Geburtsfahrt. Geburtsfahrtet. Bis zum Horizont und noch viel weiter. Ich glaube, hier waren wir am Anfang des Parts. Scheint mir so. Ja, gut. Aber, ja. Versuchen wir mal am Horizont weiterzufahren. Und vielleicht mal nach Hause zu kommen. Nach Hause. Bist du's Hause? ZU Hause. Das sieht nicht sehr gut aus. Sieht nicht sehr heimatlich aus, aber ja. Könnte ja ein Nachbargebirge sein. Hm? Was? Was dreht sich hier? Ich drehe mich hier. Oh nein. Das ist doch nicht die, das ist nicht die Schlucht, oder? Das Lava-Ding ist, doch, das ist es. Hier bin ich doch vor 3 Parts losgefahren mit dem Boot. Ach du Schande. In dem Part über die Meile. In der wir ein bisschen darüber geredet haben. Wie die meine Demokratie abgesagt wurde. Und was ich dazu zu sagen habe. Oder? Das ist doch das. Oh, ich sehe eine Unterwasserstadt. Ja. Bloß kann ich unter Wasser nicht atmen. Da gibt es bestimmt auch irgendein Item. Muss man benutzen können. Um mal unter Wasser zu kommen. Das sieht ganz interessant aus hier unten. Hab das gesehen. Da unten war doch. Da unten war was an Bauwerken. Das wäre auch mal interessant. Da mal ein Item zu finden. Was uns da runterbringt. Was uns unter Wasser bringt. Wir sollten jetzt hier nicht zu weit hinein ins Land, sondern am Horizont mal entlang. Oh, Alter! Hab ich mich erschreckt. Es hat mein Boot geklaut. Oh, mein Herz. Und das Löffelsymbol. Alter! Das Ding. Böses, böses Wasserding. Was auch immer du bist. Müssen wir zu Fuß weiterlaufen. Dann können wir hier irgendwie ein neues Boot craften. Haben wir bestimmt kein Holz mehr. Für Holz. Fichtenbretter können wir machen. Okay, Schaufel. So, daraus können wir doch ein Boot machen, oder? Oder? Achso, hier ist das Boot. Zack, Fichtenboot. Nice. Dann können wir das weiter segeln. Und wir haben wieder das Löffelsymbol, das ominöse Löffelsymbol.
Was auch immer das bedeutet. Es bedeutet nichts Gutes. Es bedeutet, dass wir zu schwach sind. Eine Werkbank mit einem Diamantschwert abzubauen. Ja. Eine Werkbank. So gut, dann halt nicht, lasse ich hier stehen. Wer braucht schon eine Werkbank? Schwächer ist das wohl, wie es ausschaut. Na dann, rudern wir halt ein bisschen langsamer. Leute, hat mich das erschreckt. Was war das für ein Ding? Das einfach aus dem Meer aufgetaucht ist. Hässliches, großes Fischlein. Meine Fresse. Da ist die Natur mal nicht mehr so schön. So, Werkbank mussten wir leider zurücklassen. Hopp. Hier ist es zugefroren. Können wir außen drumherum segeln. Ja, segeln ja nicht, aber fahren. Nein, können wir nicht. Hier scheint das Horizont zu Ende sein. Der Horizont. Na? Ich kann es auch nicht abbauen. Oder was? Dann wäre jetzt zu schwach. Kann ich wenigstens dann gleich mein Boot abbauen? Wenn ich irgendwann ins Gehe. Wahrscheinlich nicht. Muss hier drum rumschiffen. Durch die Eislandschaften durch. Leute, ich komme hier nicht durch. Leute. Hier ist Eis am Weg. Ich bin offensichtlich zu schwach. Es gibt keinen Weg drumherum. Ja. Ich würde ja schlafen gehen, aber es ist noch mitten am Tag. In Minecraft kann man ja mitten am Tag nicht schlafen gehen. Was eine Logik. Ich meine, ich kann es wirklich nicht. Kann ich euch an dieser Stelle mal erzählen. Ich habe es mal versucht. Also es ist wirklich bei mir ist eine lustige Sache. Na, so lustig ist es nicht, aber ich kann am Tag einfach nicht schlafen. Geht bestimmt mehreren so. Mir geht's zumindest so. Ich krieg's einfach nicht hin. Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich mich einfach mal zum Beispiel angenommen, ich mache an Silvester mal durch und will mich am nächsten Morgen dann hinlegen und weiter schlafen. Will dann nicht weiter schlafen, sondern mal am Morgen schlafen. Versteht ihr, was ich meine? Das geht bei mir nicht. Da sagt mein Gehirn mir, du, ist es Tag, du darfst nicht schlafen. Nix da. Oh, direkt Inventar. Ich war schon mal hier. Das ist gut. Wenn ich schon mal hier war, dann sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Na dann, ausgeschlafen, Stärke ist wieder da. Ich kann wieder mein Bett abbauen. Ich habe aber nur Fleisch, also kein Inventar. Oder doch? Ja, ich weiß nicht. So, können wir jetzt durch das Eis durch? Oder nicht? So. Versuchen wir mal als Eisbrecher durch die Eismassen zu kommen. Hier waren wir, glaube ich, hier wollten wir lang. Ja, dieser Fisch hat uns irgendwie verhext. Ja, jetzt geht's auf jeden Fall. Eisbrecher durch die Arktismeere. Das Boot ist hier auf jeden Fall ein bisschen buggy.
Ja, es ist ein bisschen kompliziert zu steuern. Okay, hier kann ich noch lang. Dann kann ich drumherum fahren. Hier offensichtlich nicht mehr. Das war die Stelle, wo wir hier nicht mehr durchkamen. Na, hier noch weiter. Bauen wir hier eine kleine Trasse. Okay, das kann ich nicht abbauen. Aber das kann ich abbauen. Hier einen kleinen Kanal. Freischaufeln. Batz, batz. Clear, clear, clear. Das klingt fast so, als würde man Glas zersplittern. Das sieht bestimmt auch lustig aus in den Landschaften, weil hier einen kleinen Kanal aus dem Eis rausprügeln. Batz, batz. Warum nehme ich eigentlich mein Diamantschwert dafür? Das ist eigentlich Verschwendung. Ich prügel mich lieber mit TNT dadurch. Bums. Nee. Nicht so. Hinter mir ist wieder zugefroren, oder was? Ja. Nice. Na dann, ich glaube, ich mache mal ein klein bisschen Timewarfer. Timewarfer, ja. Timelapse, Zeitraffer. Dann wird es uns viel zu langweilig hier beim Eis durchbrechen. Ja, schon wieder zugefroren. Wir müssen schneller voran. Na dann, auf hier. Wie viele Glasscheiben wohl für die Aufnahme dieses Sounds kaputt gegangen sind. Tja, das frage ich mich im Moment. So, da sind wir zumindest erstmal durch die erste Schicht durch. Ja, kämpfen wir uns voran. Durch die eisige Kälte, durch die Eisschollen. Ja, Könnte man hier nicht Feuer legen und das Ganze mal schmelzen? Das wäre doch viel effektiver. Und mein Finger würde hier nicht. Vor Schmerz gleich zusammenbrechen. Ja, so schlimm ist es nicht. Ich halte hier den rechten Power-Controller-Knopf ziemlich heftig gedrückt. Und es ist ziemlich langweilig, ziemlich trist, muss ich sagen. Hier die ganze Zeit nur clear, clear, clear mich durch das Eis zu fräsen. Da würde ich gerne auch mal ein bisschen was anderes machen. Ich könnte versuchen, mal ins Ufer zu kommen, aber ja, hier ist, glaube ich, kein schnelles Vorkommen. Vorankommen. Es bringt, glaube ich, auf Dauer nichts, wenn wir uns hier so entlang des Ufers durch das Eis durchkratzen. Das ist jetzt nicht wirklich das Effektivste. Na komm, gehen wir mal am Ufer. Ich glaube, wir können hier schon aussteigen, oder? Ja. Nehme ich das Boot hier mit. Schaut mal, was wir angerichtet haben. Ja. Und durch das Eis hindurch. Nein! Komm zu Daddy. Das Boot. Unter Eis tauchen ist jetzt nicht die beste Idee. Das Boot zu verlieren aber auch nicht. Weiße Wolle werden wir los. Boot. So. Na dann, an Land mit uns. Ja. Ankommen. Ich will auch mal ankommen. Wir können auch hier ein bisschen auf dem Eis laufen, auf dem Eis rutschen. Hui. Na, der rutscht nicht so wirklich. Aber gut.
Voran, voran. Ich glaube, wir sind hier schon mal lang gelaufen. Hier auf dieser Eisfläche, ja. Kommt mir sehr bekannt vor. Das könnte der richtige oder der falsche Weg sein. Ja. Eine Wanderung, eine Reise. Ich habe mich gerade vor dem Tintenfischtrott erschreckt, der unter Wasser, unter dem Eis lief. Ja, da kann ich nicht lang, da ist der Horizont. Ihr seht, ich versuche hier ins Wasser zu hüpfen. Ja, geht nicht. Jo. Eiskalt hier. So sieht's aus. Das ist auf keinen Fall mein Gebirge, weil wir hatten kein Eis. In der Nähe, es sei denn, es ist so stark Winter geworden, während ich weg war, dass die Sache hier gefroren ist. Aber ja. Ich wünschte, ich könnte im echten Leben mal den Zeitraffer benutzen. Das wäre mal cool, hier in Minecraft mit Zeitraffer durchzurennen. Es gibt ja auf jeden Fall irgendwo einen Sprintknopf, aber den habe ich glaube ich nicht aktiviert. Damit wäre es schon mal ein klein bisschen schneller. Wäre keine schlechte Idee, aber gut. Aber so ein Time-Raffer, von mir auf das Wort. Zeitraffer und Timelapse in echt. Wäre manchmal auch nicht nur in Minecraft. Das wäre keine schlechte Sache. Würde ich gerne mal annehmen. Leider, wenn ich euch hier einen Zeitraffer gebe, das mache ich einigermaßen selten, ja, müsst ihr halt mit mir mal mitleiden. Müsst ihr die ganze Strecke mitgehen. Tja, mitgegangen, mitgefangen. Ja, wenn ihr den Zeitraffer seht, muss ich leider mich abmühen. Und das wirklich in Normalgeschwindigkeit, in langsamen Schrittstempo sehen, während ihr hier vierfacher Geschwindigkeit abdüsend unterwegs seid. Tja, so ist es. Während ich dann hier eine halbe Stunde lang auf dem Eis lang laufe, ist bei euch dann ein Bruchteil. Jetzt wäre ich fast rückwärts gelaufen. Da sehen wir den Sonnenuntergang. Da sehen wir sie gleich im Meer versinken, die Sonne. Auch mal ein schönes Bild. Dafür lohnt es sich auch mal hier lang zu laufen. Der Sonne entgegen. Wir reiten nicht, aber wir laufen in den Sonnenuntergang. So sieht's aus. Ja, wann wir wohl mal zu Hause ankommen werden. Hoffentlich sehr bald, wenn ich mich mal daran halte, immer am Horizont lang zu laufen oder zu fahren. Dann dürfen wir ja irgendwann mal ankommen. Ja, nachts. Der Sonnenuntergang. Ist das nicht schön? Was ganz Romantisches. Und ich laufe weiter nach vorne und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Und die Sonne geht unter und unter und unter und unter und unter. Und es wird Nacht, 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 Nacht. Ich werde bekloppt hier von dieser Reise. Ich merke es schon. Und da ist sie gleich komplett verschwunden. Am eckigen Horizont. Da sind wir gleich angekommen, wie es ausschaut. Und dann müssen wir mal schlafen. Ja, ich hoffe. Ups. Ich hoffe, ich ertrinke jetzt hier nicht unter der Eisscholle. Oh, die Batterieleistung lässt nach. Ein Grund mehr, diesen Part zu beenden. Und auch mal schlafen zu gehen. Ja, ich hoffe, diese Wanderungs-, dieser Spaziergangs-, Heimreiseparts
sind nicht zu langweilig für euch. Das wäre schade. Ich hoffe, ihr könnt mir ein bisschen beim Erzählen zuhören. Währenddessen, vielleicht tut man ja währenddessen was anderes, räumt mal die Bude auf und lässt den Zwergi mal nebenbei reden. Ja, nun wäre mal was. Okay, ich leg mich immer schlafen. Und dann geht im nächsten Part dann, oh, hier kann ich nicht schlafen auf dem Eis, muss ich ans Ufer. Ja, geht im nächsten Part die Reise leider weiter. Bis dahin, Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Bis dahin, ciao, ciao.